Suryasana, die Stellung der Sonne. Rafaela zeigt, wie es geht. Setze dich auf die Zehen- bzw. Zehenspitzenstellung. Gib dabei die Knie nach außen und die Fußsohlen zusammen. Die Fersen sind in der Anusgegend. Dann hebe die Arme hoch über den Kopf und forme aus den Händen so etwas wie einen Lotus. Schaue dabei durch die Hände hindurch nach oben zur Decke hin bzw. zum Himmel hin zur Sonne. Das ist Suryasana, die Sonnenstellung. Es gibt eine zweite Übung, die auch als Suryasana bezeichnet wird. Du gibst die Fußsohlen zusammen und gibst dabei die Zehenspitzen und setzt dich dabei auf die Füße. Also Zehenspitzen nach hinten? Zehenspitzen nach hinten und die Fersen vorne. Und dabei sind die Knie auch auf dem Boden. Eventuell kannst du sogar die Knie etwas näher zusammengeben, wenn das möglich ist. Anschließend gibst du die Arme nach oben. Du formst wiederum einen Lotus mit den Händen und du schaust nach oben zur Sonne. Das sind zwei Variationen von Suryasana, die Sonnenstellung.